trunk, I open up. I sold my soul a good price out of sight. My hoe got talent, right? Whole squad ran, do that shit, yeah. So. Und was ich unbedingt machen muss, ich muss meine Eisaroma muss ich irgendwann nochmal durchtesten. Die habe ich angemischt, hat das doch jetzt schon fast 3 Wochen her sein. Eisaroma braucht länger zum Reifen. Aber ich denke mal, das war jetzt lang genug. Dann holen wir jetzt meinen E-Joy Capo. E-Joy Capo 100W mit dem Tröpfler oben drauf. Im Squonker habe ich Base drin, dass ich den Geschmack immer wieder ein bisschen neutralisieren kann. So. Und dann gucken wir gleich groß, mit was wir anfangen. Wir fangen einfach mit dem ersten an, mit dem Apfelstrudel. Mit dem Apfelstrudel fangen wir an. Also der Apfelstrudel ist jetzt nicht sehr geschmacksintensiv. Aber dafür schmeckt er echt richtig lecker. Man schmeckt die Apfel oder den Apfel raus. Ein süßer Apfel. Strudel, teigig, eigentlich galt. Also da kann man auf jeden Fall sagen, wer ein leichtes Liquid will, so ein All-Day-Liquid, ist mit dem Apfelstrudel ziemlich gut bedient. Schmeckt also echt richtig, richtig lecker. Gut,